Freunde, die Europameisterschaft in Frankreich geht bald los und da wollen wir uns mal einen kurzen Überblick verschaffen, in welchen Stadien so gespielt wird. So, und dafür habe ich mich einmal hinter das Mikrofon begeben. Das erste Stadion ist das Stade de Nice aus Nizza. Es hat ca. 35.500 Plätze und normalerweise spielt hier der OGC Nizza, der insbesondere in den 50er Jahren sehr erfolgreich war. Ja, sonst heißt das Stadion Allianz Riviera. Allerdings ist die Allianz halt kein Partner der UEFA und deswegen wird das ganze Stadion in Stade de Nice einmal umbenannt werden. So, und das zweite Stadion ist das Stade Geoffroy Guichard aus Saint-Étienne. Das Stadion hat insgesamt fast 42.000 Plätze und das Stadion wird auch in den Fachkreisen Chaudron genannt, also Kochkessel, und dementsprechend soll auch die Stimmung dort sehr hitzig sein. Das Stadion ist auch vergleichsweise alt, es stammt aus dem Jahr 1930, wurde 1984 und 1998 einmal umgebaut und besitzt seinen ganz eigenen Charme. Das Stadion Municipal in Toulouse hat 41.000 Plätze, steht natürlich in Toulouse und normalerweise spielt hier der FC Toulouse und auch das ist ein vergleichsweise altes Stadion. Es stammt aus dem Jahr 1938, wurde dann auch mehrfach umgebaut, zuletzt im Jahre 2015. Ja, normalerweise ist Toulouse eine Rugby-Hochburg und die Spiele sind oft ausverkauft. In Bordeaux steht das Nouveau Stade de Bordeaux mit 42.052 Plätzen. Normalerweise spielt hier Girondin Bordeaux und das Stadion ist 2014 aufgebaut worden. Extra für die Fußball-Europameisterschaft. Ach Freunde, fällt mir gerade noch ein. Denkt noch an die Kicktipp-Runde. Die habe ich euch unten nochmal verlinkt in der Videobeschreibung und ich glaube auch als Videoankündigung. Da haben sich jetzt schon 18 Leute registriert. Also wir sind schon 18 Leute, die da mitmachen. Finde ich richtig klasse, dass wir schon so viele geworden sind. Wenn ihr auch Bock habt mitzumachen, Link ist wie gesagt in der Beschreibung und habe ich euch jetzt eingeblendet. In Lens steht das Stade Bollaire de l'Elysse. Und das Stade Bollaire de l'Elysse fasst 45.000 Plätze. Normalerweise spielt hier der RC Lens. Auch das ist ein altes Stadion, welches häufiger umgebaut wurde. Ursprünglich stammt es aus dem Jahr 1933. Die Stadt ist eher strukturschwach. Früher war der Kohleabbau sehr beliebt, aber das ist heute nicht mehr der Fall. In Lille steht das Stade Pierre Moreau mit 50.200 Zuschauern. Und hier spielt normalerweise OSC Lille. Noch dieses Stadion wurde erst 2012 fertig gebaut. Und hier treffen wir auch im ersten Spiel der deutschen Mannschaft am 12.06. auf die Ukraine. Das wird also das erste Stadion sein, welches die deutsche Mannschaft bei der EM 2016 bespielen wird. So, kommen wir zum besonderen Stadion. In Paris steht das Parc des Princes mit 51.000 Zuschauermöglichkeiten. Und hier spielt normalerweise Paris Saint-Germain. Das ist auch ein sehr altes Stadion. 1897 wurde es erbaut und immer wieder renoviert. Und früher galt es als Nationalstadion, welches für verschiedene Sportarten genutzt wurde, bis es 1998 durch das Stade de France abgelöst wurde. Am 21.06. geht es für die DFB-Elf hier gegen Nordirland und das wird natürlich ein spannendes Spiel werden. Olympique Lyon trägt seine Heimspiele normalerweise in Stade de Lumière aus. Dort gehen bis zu 59.000 Zuschauer rein. Und dieses Stadion wurde erst 2016 fertiggestellt, natürlich extra für die Europameisterschaft. Und hier findet ein Halbfinale statt. Die Mittelmeerstadt Marseille bietet das Stade Vélodrome auf. Dort gehen fast 68.000 Zuschauer rein. Und normalerweise spielt hier, na klar, man hat es ahnen können, Olympique Marseille. Das Stadion ist wiederum ein bisschen älter. 1937 wurde es erbaut und dann immer wieder renoviert werden. Und auch hier findet ein Halbfinale statt. Der Spitzname des Stadions oder der Name des Stadions, Vélodrome, leitet sich von einer Rennbahn ab. Die gibt es heute nicht mehr, früher allerdings schon. Und da kommen wir zu einem ganz besonderen Stadion, nämlich dem Nationalstadion Stade de France in Saint-Denis. Saint-Denis ist eine Stadt auch mit über 100.000 Einwohnern. Wir sehen dort natürlich das Eröffnungsspiel von Frankreich und auch das Finale wird in Stade de France ausgetragen. Na klar, wie es sich für ein Nationalstadion gehört. 81.000 Menschen gehen rein und es wurde 1998 erbaut und hat damit den Parc des Princes als Nationalstadion abgelöst.
und auch hier finden sonst andere Sportarten statt, die auch hier ihr Nationalstadion haben. Freunde, was erwartet ihr von der EM? Schafft es die Nationalelf in das Finale? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck über die Stadien bekommen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, würde mich das sehr freuen. Leute, bleibt am Ball, macht's gut, euer Sören, ciao!